Jo Leute, was geht, damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer-Bruder, a.k.a. Monsieur Rüdiger Rammel. Es ist Zeit für den Start in Saison 5 mit dem Hamburger Sportverein. Unser zweites Jahr in der Bundesliga, unser fünftes Jahr hier in der Karriere. Letztes Jahr haben wir bravourös die Klasse gehalten. Auf Platz 10 sind wir rausmarschiert. Was der Vorstand für Erwartungen für die Saison hat, wie der Saisonstart verlaufen ist und vor allem, was bei den Transfers passiert ist. Das seht ihr alles in diesem Video. Supportet die Serie gerne weiter. Wenn die 10.000 Likes noch nicht geknackt sind, dann macht sie voll. Kostenloses Abo, um nichts mehr zu verpassen. Nächster Karrierestream Sonntag und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go. Rüdiger Rammel, hier ist wieder dieser Raúl de Thomas. Ich muss es sagen, ich bin gerade in die Urlaub in die Spagna Villa Franca. Ich sage es ist eine wunderschöne Zeit. Letzte Saison, ich sage Ihnen, Hermano, wir haben rasiert diese Liga. Ich schwöre es Ihnen, Hermano, Herr Rammel, es war eine perfekto. Hören Sie nichts auf diese Media? Sie sagen, der falsche Taktiker. Das war eine bombastische Saisonjahre mit dem Hamburger Sportverein. Ich würde Sie in der Rüdiger Rammel, machen Sie auch mal Urlaub. Kommen Sie doch mal vorbei hier. Hier sind die Chicas, hier ist die Wetter gut, La Deutsche Vita. Ich sage Ihnen ja, hier, Sie müssen mal vorbeikommen, Hermano. Warum treffen wir uns eigentlich nie privat? Diese Kriegsball, wir haben begraben. Ja, ich bin ein zufriedenes Spiel aktuell. Offensiver ist alles super. Ah, mit Raúl de Thomas, Sie sind in jedes Spiel für mindestens 2 Tore gut. Ich sag sogar 3, well, sag sogar 3. Aber die Defensiver, hey, ich schwöre es Ihnen, Sie müssen mal da eine Defensive voll. Diese Beach-Troop, er hört sich an wie eine Sika, die arbeitet für Geld auf die, Sie wissen selber wo, ja, also auf die Straße, ja. Sie müssen mal eine gute defensive Mittelfeldspieler holen. Ich würde es Ihnen bei Gott, machen Sie doch mal bitte eine defensive Spieler. Kann doch nicht so schwer sein. Das müssen Sie machen, ich Sommerpause, wirklich. Bitte tun Sie mir die Gefallen, ja? Dann komme ich doch wieder mit guter Laune. Aber bitte defensive Mittelfeldspieler muss kommen für HSV. Bitte. Scheiße, ey, der hat ja nicht Unrecht, der RDT. Er hat da wirklich diesmal nicht Unrecht. Ich brauche wirklich irgendwas, ey. Scheiße, habe ich da noch irgendwelche Kontakte in meinem Telefon drin? Fuck. Ja, ich muss was dran holen, ey. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser kleinen Vorstandssitzung. Schön, dass Sie alle gekommen sind in mein Büro. Herzlich willkommen. Wo sind denn alle? Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nun heute tatsächlich verkünden, dass wir einen neuen Premium-Partner dazu gewonnen haben. Paulana, feinstes Weißbier, um die Transfers in der kommenden Saison zu realisieren. Einen guten Geldsegen für den Verein und das Allerbeste. Schmeckt nach Erfolg. Es ist unglaublich und er ist noch nicht satt auf dem Transfermarkt. Rüdiger Rammel schlägt wieder zu. Dann Deal, alles agreed, der Medizincheck bereits absolviert. Erik Martell wechselt tatsächlich zum HSV. 4-Jahres-Vertrag bis 2032, die Ablöse unglaubliche 35 Millionen Euro. Und im Gegenzug erhält der erste FC Köln Mats Bistrup. Krachertransfer für Rüdiger Rammel, Erik Martell. Nach zähen Verhandlungen wechselt er tatsächlich in den Norden zum HSV. Dann dir. Thank you.
Rekordtransfer für den HSV 35 Millionen Euro. Und Bidstrup im Tausch, wir haben Ihnen die Zahlen offengelegt, aber Qualität hat nun mal ihren Preis. Dazu hören wir jetzt den Co-Trainer des HSV, Christian Groß. Ich hoffe natürlich, dass er mit derselben Spielfreude, und das war ja das Grundlegende bei seiner Leistung, dass er mit unheimlich viel Freude auf den Platz gekommen ist und dazu beigetragen hat, die anderen Spieler in noch bessere Positionen zu bringen. Er ist ein technisch sehr versierter Spieler, er hat das Auge im entscheidenden Moment, das 1:1 zu suchen, aber auch den Pass zu spielen im richtigen Moment. Ganz tolle Leistung, wirklich eine überragende Leistung, vom Taktischen her. Ich spreche mit ihm Französisch. Ich weiß, wie grundsätzlich die Spieler funktionieren im Maghreb-Gebiet. Und sie haben dieses, ich habe das schon betont nach dem Spiel, dieses spielerische Element. Und er ist im Moment sicher noch nicht König von Marokko, aber auf dem Weg, Prinz von Marokko zu werden. Und ab und zu werde ich ihn dann schon Prinz von Marokko nennen. Freunde, wir sind back am Start, Marmus! Es ist Saison Nummer 5 mit Rüdiger Rammel und dem Hamburger Sportverein. Und, meine Damen und Herren, wir haben eine neue Doppelsechs. Isak Johannesson und the main man, Erik Martell, 35 Millionen Flocken auf den Tisch gelegt, plus Bidstrup. Ich möchte es noch einmal sagen, Bidstrup. Und wir haben endlich einen Sechser. Wir haben unsere Holding Six. Versteht ihr, was ich meine? Rüdiger Rammel, ich sage es dir. Rüdiger Mamlis hatte nicht gemacht, wie sagt man so, einen Urlaub. Nein, ich habe gearbeitet, okay? Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Bro, was habe ich bei Christian Groß zu suchen? Ed Ziski, das war die exklusive Story. Verstehst du, was ich meine? Exklusive Story von Ed Ziski. Das ist, stand jetzt, der Kader für die neue Saison. Es wird aber sehr wahrscheinlich noch Veränderungen geben. Denn wir haben zwei große Probleme. Der Johannesson ist sehr gut und ich habe ein ganz mieses Gefühl, dass da ein Angebot reinflattern wird und wir dicke Probleme kriegen werden. Das ist nur mein Gefühl, okay? Punkt Nummer zwei. Der Mann ist letztes Jahr zu gut geworden. Versteht ihr, was ich meine? Er ist zu gut geworden für seine Ausstiegsklausel. Der ist halt 52 Millionen wert und hat eine 65 Millionen Euro Ausstiegsklausel. Das könnte schwierig werden. Das könnte sehr, sehr schwierig werden. Martell musste sich richtig dick in die Tasche greifen. 100 Millionen Euro Ausstiegsklausel, by the way. Erik Martell. 100 Millionen Euro Ausstiegsklausel. Ich habe die Verträge ein bisschen angepasst, wie ihr hier eventuell schon sehen könnt. Robert Glatzel als Kapitän ist und bleibt Spitzenverdiener mit 50.000. Danach Konaté. Danach Martell, danach Johannesson, Aujan, McKenzie, Hefti, Muheim, Silla, Meffert und Raoul de Thomas, 35.000. Ist auch noch ganz gut mit dabei. Also, ich habe mich wirklich gut auf diese Folge vorbereitet. Es könnte schwierig werden. Es könnte sehr, sehr schwierig werden, denn ihr habt es ja gesehen in den letzten Episoden. Also sind wir ganz ehrlich, ich habe wirklich schon so gefühlt 3 von 4 Transferphasen verkackt. Eins in den Chat, wenn ihr sagt, ja, Broski, du hast... Also, Transferphasen mit Scouting, Bruder, das war schon immer schwierig. Eins in den Chat, komm, Broste mich. Letzte Wintertransferperiode, ich wollte noch einen Innenverteidiger haben. Oh, ups, keinen gekriegt. Oh, Einser sind drin. Passt. Scheiße, ne? Meine Damen und Herren, ich habe mir was ganz Krasses überlegt. Soll ich euch sagen, was ganz Krasses? Ich habe Scouting-Aufträge erstellt. Für jede scheiß Position. Ja? Ich habe mir überlegt, wir machen erstmal Kaderanalyse. Also, ich gebe euch mal ganz kurz das Idealszenario. Idealszenario. Rechtes Mittelfeld eventuell verstärken und die Innenverteidigerposition. Der Kollege Braun ist jetzt unser Stammtorwart, 17 Jahre jung. Das wären die zwei Positionen, wo ich sagen würde, da können wir was machen. Das Ding ist, ich kalkuliere eigentlich fest ein und rechne damit, dass Johannesson und oder Konaté uns verlassen werden. Das heißt, ich bin vorbereitet. Es wurde gescoutet auf Rechtsaußen, Mittelfeldspieler, Innenverteidiger, Stürmer. Und ich habe hier nochmal nach Weltklasse-Talenten geguckt. Wir sind sehr gut vorbereitet. Und ich habe gescoutet
Ach du Scheiße. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin so durchgegangen, bei jeder Liga so, Bundesliga, und habe mir so jeden einzelnen Verein angeguckt, was da so für interessante Leute spielen. Wollt ihr mal meine Transferzentrale sehen? Guckt euch das mal an, Digga. Wie viele Spieler hier sind. Bro, es wird geisteskrank. Guckt ihr das mal an, wie viele Spieler hier sind. Wir können auch... Ne, wir können Lionel Messi nicht holen. Der beendet seine Karriere. Den können wir nicht holen. Aber es ist wirklich, ohne Spaß... Wisst ihr, wo wir reingehen könnten? Bruder, Freiburg ist abgestiegen und die haben Banger-Spieler. Die haben richtige Banger-Spieler. Guck mal, die haben einfach, die sind abgestiegen, die haben einen Typen mit 85. What the fuck? Ehren Dingschi, den habe ich sogar auch auf der Liste, auch krass. Heuberg, Keitel auch stabil, Osterhage, die haben voll die guten Leute. Hier, der zum Beispiel. Den finde ich übrigens ganz interessant. Den hatte ich mir schon überlegt für die Innenverteidigung. Raff Vandenberg, 23 Jahre jung, 77, als Innenverteidiger. Und es gibt halt generell, ne? Kiel ist noch abgestiegen. Digga, das ist geisteskrank. Einfach in der zweiten Liga gibt's safe so 10 Spieler mit über 80. Keiner weiß. Keiner weiß, Alter. So, by the way, hab ich schon gesehen. Ich möchte kurz vorlesen. Sehr geehrter Herr Rammel, der Vorstand ist außerordentlich zufrieden mit Ihren Leistungen dieser Saison. Spieler und Mitarbeiter haben enormen Respekt vor Ihnen und Sie haben die Philosophie des Vereins wirklich verinnerlicht, sowohl auf als auch neben dem Rasen. Wir würden uns über alle Maße freuen, Sie auch nächste Saison im Verein begrüßen zu dürfen. Bin da, Digga, ich bin da. Wir gehen rein in Saison Nummer 5. Ja, Karius und Schmidt haben uns verlassen. Schmidt zu Eindhoven, Karius zu LA. Transferbudget wurde erhöht. Jovanovic, die Leihe ist zurück. Ja, und das ist hier nur Dings, ne? Wollen wir mal in die Ziele reingucken, was ich machen muss? Beende die Saison mit einem Gewinn von 150 Millionen. Verpflichte 2 Spieler in der Jugendakademie, Verteidiger. Markenpräsenz. Erreiche 7 Spiele ohne Niederlagen in Heimspielen. Guck mal, das ist ja mal realistisch, Alter. Ey, thank God, ich sollte letzte Saison als Aufsteiger 10 Auswärtsspiele gewinnen, die Bastarde. 7 Spiele ohne Niederlage in Heimspielen. Das kann man ja wirklich mal machen. Verpflichtet zwar. Ey, warum soll ich denn immer Amerikaner verpflichten? Digga, der Vorstand hat ja richtig Crush. Warum soll ich immer die Amis verpflichten? Was ist denn da los? Ich bin die Pipeline. Ich sag auch, die haben Aktien. Scheiße. Deutscher Augsburg. Finanzen, Erfolge national. DFB-Pokalrunde der letzten 16. Bundesliga Quali. Was? Was? Ey! What? Moment, Moment. Das ist das zweite Jahr in der Bundesliga. Ey, warum ist es halblang? What the fuck? Das ist frech. Das ist krass. Vorbereitungsturnier wieder gegen Rayo Vallecano. Scheiße. Wir können RDT gegen seinen Ex-Verein spielen lassen. Digga, was ist denn das für ein Full Circle? Was ist denn das? Und die werden kommen. Ich predikte erstes Spiel Rayo Vallecano. Weil diese komplette Karriere auf RDT gescriptet ist. Digga, was? Halt doch dein Maul! Digga, das gibt es nicht. Das kann nicht wahr sein. Digga, was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Ich schwöre, diese komplette Karriere ist auf RDT zugeschnitten und gescriptet. Und wir spielen einfach mit RDT gegen seinen Ex-Verein Rayo Vallecano im Anfield Stadium. Ey, ist das alles dumm, wirklich. Ist das alles dumm. Wo ist Rodrigo Salazar? Ist er noch da? Rodrigo? Boah, okay. Ich kann nicht mal mehr einen scouten, weil ich so viele gescoutet habe gerade. Ey, wir lassen ihn gehen, oder? Chat 1, Jovanovic bisschen mit Rodri ballen lassen? Finde ich gut. Komm, ab nach Portugal mit dir. Kannst dich entwickeln. Ey, ich schwöre, die Türkei-Pipeline ist geistig. Fenerbahce, Digga, ich kann das nicht mehr. Ey! Ja, ich muss ja sagen. Ich muss ja sagen. Ich kann die... Man kann die Türkei-Pipeline nicht aufhalten. Wenn er dahin will, dann soll er dahin. Das heißt, er geht wirklich zu Fenner. Du kannst die Türkei-Pipeline nicht auf... Du kannst sie nicht aufhalten. Ich habe als erstes das Braga-Angebot angenommen. Und er will da nicht hin und geht lieber zu Fenner. Ja, das ist krass. Oh mein Gott, wir spielen ja gegen Rayo Vallecano. Abel Ruiz spielt da vorne drin. Trauner als Captain. Julian Weigel, Rocco Reitz auf der Bank. Mods macht eine Wette. Trifft RDT. Ach du Scheiße. RDT gegen seine alten Jungs im Anfield Stadium. Nein, was habe ich gemacht? Ich habe irgendwas Falsches gedrückt. Aber wir sind einfach im Anfield Stadium. Warum hat der Typ da ein Hemd hinten hängen? Erik Martell, erster Eindruck. Mit Moritz Braun. Jungs, da ist er! Unsere neue Truppe! Unsere neue Truppe! Rüdiger Rammel im Anfield Stadium! Wahnsinn! Da kommen sie! Ist das dumm. Der HSV spielt wieder in Anfield. Ich guck mir das an.
Da steht er, der Rammel. Auf geht's, Männer! Auf geht's! Gut! Das ist ein Scheiß, wirklich. Ist das ein Scheiß, sich das so anzugucken. Okay, wir gehen rein in die... Kann ich nicht simulieren? Doch, kann ich. Kann ich. Ja, mal gucken, was die Jungs hier machen. Perfekt. Geile Sache, wirklich Hammer. Sehr gut, gucken, was die Jungs so machen. Passt. Erik Martell, Zweikampfmonster. Geile Sau, Erik Martell. Und will doch nur einen RDT-Treffer sehen. Wow. Geiles Torwart-Talent, Kapi. Ja, aber ich weiß dir, Rayo Vallecano ist auch unbesiegbar. Die sind wirklich mein Kryptonite. Ich kann es einfach nicht. Es geht nicht. Die könnten da jeden in den Sturm stellen, der wird mit drei Dinger drücken. Rocco Reitz einfach eingewechselt. Ja. Ja. Oh, RDT. Aber sie suchen ihn. Jetzt aber. Oh mein Gott. Ich wüsste, es würde es im Boss, diese Glatze ist eine Demencia. Eine Demencia. Und warum hat der Typ keine Ausdauer? Das ist geistkrank. Immer wenn er 60 Minuten spielt, guck mal der Unterschied der Ausdauer. So, alle normal. Glatzel, okay, der ist alt, verliert ein bisschen mehr. Und dann kommt Raúl de Thomas. Kann einfach keinen Sport mehr treiben. Ist das krank, Junge? Verliert das so viel? Ja! Oh. Ist mein Kryptonit. Ist mein Kryptonit. Geht nicht. Noah Lang, der heißt Noah, ja. Noah Maxim Lang, wissen die wenigsten. Jesus Ferreira. Von den Mainzern! Mainzer! 80er Rating. Vertrag läuft aus. Ey, der wäre sogar eine günstige Option, wenn Konaté geht. Alter Güler! Das ist krass. 85er Rating. Sheesh! 97 Beweglichkeit. Arda Abi! Ab zu United. Barella zu Chelsea. Und mit Kökçü der nächste Türke. Zu Liverpool. Ja, der ist doch safe Ronaldo Region, oder? Adriano Brito. Einfach bei Al Etifak. Das ist ein Brett. Anthony zu Eintracht Frankfurt! Ich werde dich so umtreten. Wenn Hamburg gegen Frankfurt spielt, setz dich Miro Buheim auf dich an und f*** deine Achillessehne. Ich f*** deine Achillessehne. Da sind wir. Erik Martell, 35 Millionen und die Bitch noch dazu. Keita, was haben wir noch? Kalulu, Skamaka, Johnny Burkhardt zu Salernitana, Coman von Aston Villa zu Chelsea, der Mann wird auch jedes Jahr rumgereicht. Was hat der mittlerweile noch? 85. Cross. Urbik zu Toulouse, Malassia, Brighton, wild. Okay, zweites Vorbereitungsspiel. Brighton hat Undav und so. Ey, warte mal, wenn Konaté geht, holen wir Undav als Ersatz. Ist halt ein alter Mann, halt erfahrener Sturm. Mal gucken. Er ist mir gerade in den Sinn gekommen, ich scoute erstmal. Ist auf der Transferliste sogar. Undav, Leute, habe ich gerade gar nicht gesehen. Ja, müssen wir auf jeden Fall rein. 3-3, Glatzel, Ojan, Johannesson treffen. Mit Thomas Soboschlei und Danso. Ja, Braun auf jeden Fall auch eine geile Vorbereitung. 2 Spiele, 5 Gegentore. Richtig gute Vorbereitung für so einen 17-Jährigen. Scout-Abschlussbericht zu Dompe. Freier Spieler einfach. Oh nein, der Arme. Was haben wir jetzt? Oh, wir haben schon fast August. Digga, wie schnell geht denn die Zeit um? Wir haben schon fast August. Ich muss wieder scouten. Nein, ich muss wieder scouten. Scheiße. Ich hab Demetia, Rüdiger Rammel. Ich hab ihn nicht gehabt, da ist er. Bei Nizza, okay. Scheiße, ich hab ihn einfach nicht gesehen, Digga. Ich brauch die Brille. 2,6 Meter? Was ist das denn für ein Vieh? Tschüss! Und 86 Sprinttempo. Ich will Isaac Touré von Düsseldorf. Warum hat Düsseldorf immer so geile Spieler? 2-2. Gelb-Rot für Konaté. Digga, Braun einfach. 7 Gegentore in 3 Vorbereitungsspielen gekriegt. Digga, das ist halt so krank. Den haben wir ja auch noch. Wir haben halt einfach so 2 Generational Talents. Als Keeper. Wir haben ja auch noch Jakob Schmidt mit 74, der 17 ist. Ich sag hochziehen und verleihen, oder? Und dann haben wir den noch. Den können wir noch ein Jahr in der Jugendakademie lassen, würde ich sagen. Hochziehen, verleihen, ja, sag ich auch. So, Scout-Abschlussbericht. Tobias Raschel. Ja, der ist ein bisschen wack. Digga, warte mal. Habt ihr es gesehen? Ich bin dran vorbeigeskippt. Konaté hat wieder eine Zwei-Spiele-Sperre. Das heißt, wenn wir den behalten, darf er die ersten beiden Vorbereitungsspiele nächstes Jahr nicht spielen. Karim Konaté mit Schwächen. Die Hamburg-Fans machen sich so langsam Sorgen um den Saisonstart. Denn Karim Konaté fehlt aktuell jeglicher Schwung. Bislang waren seine Auftritte schwach. Aber vielleicht ist er ja motivierter, sobald die Pflichtspiele anstehen. Naja, alles gut. Patrick Osterhaar. Auch geiler Backup, wenn da noch was passiert. Digga, Freiburg hat so einen geistigen Kader.
Wie konnte Freiburg absteigen? Jetzt mal im Ernst. Ndiaye, RCD Mallorca-Legende. Einfach damals auf 90 gemacht. Nein, ich habe Angst, was jetzt passiert. Es ist ein Transferangebot für Silla. Der hat letztes Jahr 15 Scorer oder so gemacht. Wenn jetzt ein Top-Team kommt, sind wir gefickt. Wie viel Tal ist Villarreal letztes Jahr geworden? Das fragt ihr euch? Wisst ihr, was das Geile ist? Dafür habe ich diesen Stream vorbereitet. Guckt euch das an, was ich für ein Fuchs bin. Wir können einfach jetzt jedes Mal, wenn wir uns fragen, ob das realistisch ist, machen wir hier, laden, zack, 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 können in den alten Stand reingehen und dann einfach überall nachgucken. Pfeifert, oder? Ich habe für die neue Karrierefolge hier mal richtig mitgedacht. Jetzt können wir nämlich gucken, in dem alten Save von der letzten Saison, spanische Liga, wo haben wir sie? Oh, die spielen Champions League. Oh, fuck off. Oh, wir werden Musa Silla verlieren. Oh, warum spielen die denn Champions League, Mann? Will ich aber Geld haben. Ey, jetzt mal ohne Spaß. Dann gib bisschen Champions League Kohle. Bis 17 kann ich fordern. Mann, der hat halt letztes Jahr so gut gescored, ne? Der Mann hat halt letztes Jahr einfach, ich glaube sogar 16 oder 18 Scorer gemacht. Ich glaube 20 werde ich nicht fordern können. Ich kann nicht reden. 18,5. Also 15 Millionen müssen die auf jeden Fall hinlegen. Ich will dem Mann eigentlich keine Steine in den Weg legen, aber da muss schon ordentlich Kohle bei rumkommen. Ja, okay, was ist denn das für... Also, sorry, aber Champions League hin oder her. Also, ihr könnt auch nicht ins Autohaus gehen und euch einen Ferrari kaufen wollen, aber dann für einen Opel Twingo bezahlen. Gibt's hier nicht. Das sind für eine Scheiße. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Ganz im Ernst, da verschwende ich meine Zeit nicht mit. Ganz im Ernst, da habe ich keine Zeit mit. Da habe ich keine Zeit für. Oh mein Gott, wir spielen als erstes gegen Anthony. Wir spielen als erstes gegen Anthony, Chats. Oh, lecker. Lecker. Scout-Abschlussbericht. Sadiq. Digga, er ist voll scheiße. Warum wird mir der vorgeschlagen? Der ist ja richtig kacke. Warum kriegt man denn nach einer guten Saison immer Angebote von den ganzen Champions-League-Vereinen? Es f***t meinen Kopf so hart, Digga. Scheiß Dortmund. Ich werde so dick 29 Millionen fordern, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da gibt's so die Borussen-Tags, Alter. Der ewige Erdin kommt reingelaufen. Scheiß Dortmund-Sau! Die sind nicht mal Champions League, ja? Können trotzdem Champions League-Geld bezahlen. 30 Millionen und nerv nicht. Kriegst hier nichts geschenkt, Digga. Digga, ich schwör's dir. Mach jetzt ein vernünftiges Angebot oder verschwend nicht meine Zeit. 26 Millionen Euro. Also da muss jetzt... Ey, Bruder. Du kriegst sie dir nicht geschenkt, ne? Er hat mich gefickt. Er hat mich gescammt. Er hat mich gefickt, Digga. Er hat mich gefickt. Er hat mich verhandlungstechnisch gefickt. Er hat mich gefickt. Er hat mich gefickt! Nein, er hat mich gefickt! Oh! Er hat mich auseinandergenommen. Er hat mir die drei Fragen gestellt. Wer bist du? Was machst du? Warum siehst du scheiße aus, du Hund? Und ich habe gesagt, ja, ist so. Oh. Also 8 Millionen über Marktwert? Ich hätte auf meinen 30 beharren sollen. Jetzt haben wir ein Innenverteidigerproblem. Perfekt. Oh, nee. Fabrizio Ramono. Breaking News. Wenn Karim Konaté den HSV verlassen sollte, sollte die Kaderplanung schon einen möglichen Ersatz. Dennis Undorf, der momentan noch bei Brighton spielt, ist ein ernsthafter Kandidat für die 9er-Position. Er denkt bestimmt an eine andere. Die verfehlt. Mainzer. Oh shit, Alter. Oh shit. Fabrizio Africano. McKenzie zu Dortmund. There we land. Der Deal ist abgeschlossen. Er wird morgen in Dortmund ankommen, um den Medizincheck abzuschließen. There we land. Wisst ihr, was gleich kommt? 2,6 Meter großer Innenverteidiger to Hamburg. I touch boys. Ich habe Angst vor Edziski. Willkommen zurück bei der Edziski Show. Heute mit einem neuen Format namens Ich habe Ihnen drei Fragen gestellt. Oh mein Gott. In diesem Format stellen wir drei Fragen und unser Gast beantwortet diese drei Fragen. Und unser heutiger Gast ist Rüdiger Rammel. Herr Rammel. Clap erstmal, Chat. Erstmal Clap für Rüdiger Rammel. Komm schon. Erstmal Clap für den Erfolgstrainer des Hamburger Sportvereins. Für den Erfolgstrainer. Da musst du dann einfach mal applaudieren, Junge. In den ersten beiden Saisons als Trainer des HSVs haben sie auf eine Dreier- bzw. Fünferkette gesetzt. Ja, und das war meine ganz dunkle Vergangenheit, Digga. War das ein scheiß Experiment, was ich da gemacht habe. Mit Muheim in der Innenverteidigung, Davy Selke und Glatzel vorne drin. Good old times, Digga. Das hat so nach Scheiße gestunken, diese Aufstellung. Und ein Spielsystem praktiziert, das ohne klassische Flügelspiele ausgab. Nach teils deutlicher Kritik... Scheiße, hat dann auch noch die enge Raute? Es hat ja so gekracht. ...aus der Presse haben sie dann auf eine Viererkette mit Flügelspielern umgestellt, was letztlich auch zum Aufstieg geführt hat. Nun stellt sich die Frage, wie viel Teilhabe hat die Presse an den Erfolg des HSV? Ich sag dir jetzt ehrlich, die Presse beeinträchtigt mich in meiner Arbeit.
weil es einfach frech ist, wie viel Kritik ich mir anhören muss, aber das ist nur meine Meinung. Zweite Frage, Herr Rammel. Mit dem Traumduo RDT und Bobby Glatzel haben Sie zwei sehr erfahrene und erfolgreiche Stürmer, die aber auch beide schon... HSV-Fans, Ball zum Köpfen, Glatzel will köpfen. Die aber auch beide schon etwas älter sind. Wie sieht Ihre Zukunftsplanung aus, falls einer der beiden beispielsweise durch altersbedingte Rückschläge nicht mehr die gewohnte Leistung bringen kann? Hashtag gerade HSV, ich stehe wartend vor dem Endgerät. Die letzte Frage, Herr Rammel. Sie haben in der ersten Saison Folgendes gesagt. Zwei Ziele in dieser Karriere, okay? Das ist Punkt Nummer 1. Das ist ein Spieler, wo er und ich zusammen auflaufen, ist der Erfolg. Punkt Nummer 2. Es wird irgendwann in dieser Karriere den Moment geben, wo wir einen Stürmer brauchen. Weil Robert Glatzel und Davy Selke werden auch nicht jünger. Und dann wird der Moment kommen, dem scheiß SV Werder Bremen, ja, aus seinem dreckigen Herzen sein liebstes Kind rausreißt. Das sind die... Nun, Herr Rammel, Sie haben sich ja als Ziel gesetzt, Kicke Top zu holen. Jetzt stellt sich aber die Frage, Levin Hermann existiert auch noch. Falls man irgendwann die Möglichkeit hat, würden Sie sich dann Kicke Top oder Levin Hermann zurückholen? Okay, also ich beantworte die Frage ganz kurz. Die Dreierkette war eine absolute Scheißidee. Keke Top oder Levin Hermann? Ich sag dir mal eine Sache, okay? Der Wille sagt Levin Hermann, aber dafür brauche ich 150 Millionen. Und das ist schwierig. Das gestaltet sich sehr, sehr schwierig. 150 Millionen habe ich jetzt gerade nicht. Das ist ein bisschen schwer. Dann gibt's noch zur Auswahl. Wo haben wir ihn? Keke Top. Und da gibt's ein anderes Problem, was sich leider einfach nicht lösen lässt. Soll ich's dir beantworten? Du bist eine Werder-Sau! Du bist eine Werder-Sau! Keke Top ist eine Werder-Sau! Du bist da! Deshalb kommt das leider aktuell nicht in Frage. Dankeschön. Ich werde ihm übrigens nie wieder on-stream eine Sprachnotiz schicken. Letzte Mal hatte das zur Folge, dass ich 7 Stunden am Stück nicht die Hamburger Torhymne abspielen konnte. Das war scheiße. Das war richtig kacke. Diese Sprachnotiz ist gealtert wie Milch. Das war richtig kacke. Warte mal, ich habe noch einen für dich. Ich habe noch einen für dich. Hier, warte mal, ich mach ihn dir kurz an. Ich drehe auch auf. Den solltest du hören. Auf geht's, Hamburg! Das war um 21 Uhr. Als Antwort von Keke kam, scheiß Hamburg, ich hoffe, du stößt dir den kleinen Zeh. 4 Stunden später, um 1.31 Uhr, habe ich niedergeschlagen das hier geschickt. Jo, Keke. Also ich habe mir den kleinen Zeh nicht gestoßen, aber ich möchte dir einfach nur aus der tiefsten Scham mitteilen, dass ich seit 7 Stunden live bin. Bisher noch kein einziges Tor bis jetzt in Heimspielen in dieser Saison geschossen habe. Seit 7 Stunden habe ich nicht einmal diese Torhymne angemacht. Ich habe richtig fett Karma kassiert, Digga. Baumgartner! Dieter Baumgartner! Alleine wegen Namensscouten. Dieter Baumgartner ist krass. Dieter, komm mal her, oder was? Komm mal her zum Baumgartner. Bro, noch eine Woche, bis die Saison anfängt und dein bester Innenverteidiger ist Schonlau. Halt die Schnauze. Du hast recht, Digga. Scheiße, du hast wirklich legit recht. Fuck, er hat einfach recht. Ich habe 2 Innenverteidiger. Der eine ist Schonlau und der ist der Beste. Oh, Kaderplanung können wir... Was? Scheiße. Rüdiger Rammel noch nie passiert. Nenne schlechte Transferplanung. Aber die dauern hier auch noch 6 Tage zu meiner Verteidigung. Einfach 85er Spieler in der zweiten Liga und die werden 70 Millionen fordern. Ich kann diese ganze Scheiße nicht mehr. Und das kann ich sowieso nicht, dass Calafiori bei Augsburg spielt. So eine Scheiße. Wirklich, was eine Kacke. Transferangebot für Jankovic. Köln. Schnauze halten, Köln. So, das sind jetzt die letzten Innenverteidiger-Scout-Berichte, auf die ich warten wollte. Dann können wir eigentlich rein. Bella Kotschap. Boah, Bella Kotschap wäre halt stark, ne? Als McKenzie-Ersatz, Bella Kotschap von Nizza. Ey, Jonathan Tah ist doch Hamburger. Was macht Jonathan Tah? Er ist doch nicht so unsere Kragenweite. Der verdient 600.000 Euro im Monat. Ein bisschen schwer. Boah, ich glaube, Son ist sogar gar nicht mehr so gut. Ich glaube, der hat nur noch so 80 oder so. Ja, aber ich sehe es nicht ein, Digga. 20 Millionen Euro für einen Son ausgeben. Also wäre schon cool, aber da sehe ich es gerade einfach nicht ein, für Geld auszugeben. Wir haben zur Auswahl Koulirakis von Hertha. Phil Neumann können wir wegmachen, wäre so... Wobei, nee, lass uns den nicht wegmachen, weil wir brauchen 2 Innenverteidiger. Lienhardt, auch Quatsch. Richards, den hatten wir letzte Saison schon auf dem Schirm. Ist sogar mit 35.000 Wochengehalt machbar. Ist halt ein Amerikaner. Ja, Mats Hummels gibt's immer noch mit 5 Tempo. Geil. 1 Sprinttempo, Macher. Dann haben wir hier einen Dude von Barcelona. Okay, werden sie eh nicht abgeben, dann scheiß drauf. Dann fand ich noch ganz interessant. Wo haben wir ihn? Raff Vandenberg
von Freiburg. Holländisches Innenverteidiger-Talent. Kann auch RV zocken. Ist ganz cool. Calafiori zu teuer. Neil von Rapid Wien wäre dann wahrscheinlich eher als Backup-Innenverteidiger was. Amerikanische IVs, die scheiße sind, bin ich ehrlich. Können beide weg. So. Wen haben wir hier noch? Dann haben wir noch den Dude von den Mainzern. Dann haben wir Bella Kotschap. Touré, den 2-Meter-Mann. Dann Vuskovic von Real. Scheiße, den können wir mal scouten. Das ist der Bruder vom originalen Vuskovic, also vom Hertha Vuskovic. Ja, oder halt Carter Vickers, wo wir letzte Saison auch dran waren. Ich finde Touré auch sehr geil, muss ich sagen. Und es ist halt wieder die Düsseldorf-Pipeline, ne? Scheiße, ist Lang nicht auch Linksfuß? Aber es wäre eigentlich nicht verkehrt. Weil dann würde ich fast sagen, holen wir 2 Innenverteidiger. Lang ist der Herausforderer von dem 2-Meter-Mann. Und zur Not ist er ja auch relativ nah an 5 Sterne Weakfoot. Ich würde fast sogar sagen, wenn die Kohle reicht, dass wir Touré und Vickers holen, um die Innenverteidigung richtig zu verstärken. Ja, wir haben bis jetzt ein Transferminus von 9 Millionen Euro. Das ist komplett in Ordnung. Das ist wirklich komplett in Ordnung. Ich finde Touré eigentlich auch am besten. Chat, ich versuche Touré als erstes. Da ist halt die Frage. Die Frage ist halt, was macht die Düsseldorf-Pipeline? Da ist er wieder, Daniel Thun. War schon bei Ed Broski, ist ein Macher. Bei Ed Ziski noch nicht. Marktwert 22. Ich versuche ekelig, ne, wegen zweiter Liga. Was? Das war die reinste Zeitverschwendung. Nein! Er hat mich gefickt. Ich wurde geguckt. Bella Kotschap. Wie viel da ist ein Nizza letztes Jahr geworden? Bella Kotschap wäre schon cool. Ja, okay, kann's klingen. Spielt Champions League. Ich finde Richards eigentlich ganz geil. Verdient nur 35.000. Das ist halt echt in Ordnung. Die Frage ist halt, will der Mann die Premier League verlassen? Oh, hello, ist das Sean Dyche? Ich weiß nicht. What up, man? Yeah, I want buy. Chris Richard, you know? 18 million, huh? Yeah, good price, man. Good price. Oh, fuck off, you wanker! Stupid ass rich bitch, huh? Yeah, I come here with RDT and fuck you! What's this for price, huh? I am a fucking negotiator, you know? Negotiator, I negotiate this. 20 mil! I stay hard, 20 mil. I stay hard, 20. 20 is plenty. Digga, ich hab die Engländer an ihren Eiern. Ich hab sie an ihren Eiern. Ich greife in diese englischen Scrambled Eggs rein und zerbeiße sie mit meinen stahlharten Zähnen, mit denen du Bierflaschen öffnen kannst. Verstehst du, was ich meine? Das ist einfach Verhandlungsgeschick. Come back to Germany. Oh, Gisela, mach 2 Erdbeertörtchen fertig da. Komm rein. Oh, sympathisch aber auch. Chris hat noch seine Mutter mitgebracht oder Freundin, Schwester, keiner weiß. Kommt aus dem Saarland, we don't know. Aber die ist nett gekleidet. Die ist nicht so abgehoben mit einem Anzug oder so. Nee, ganz leger, casual im T-Shirt. Rolle im Kader. Schlüsselspieler. Passt, guck mal, die sehen voll glücklich aus. Sind sich einig. Ja, hier, Schlüsselspieler, machen wir, passt. Sehr geil. Ah, guck mal, wo kleines Lächeln schon auf den Lippen. Hier, guck mal, ist die alte Bar. Hab ich früher ein bisschen Mojito gemixt. Gibt einen 4-Jahres-Vertrag, passt, oder? 4 Jahre? Ja. Post. Freigabe so machen wir nicht, oder? Ah, eingelocht das Ding. Und Gehalt sieht sehr gut aus. Der hat richtig Bock auf den HSV. Guck mal, wie er lächelt. Der denkt so, ja, Mann. Ich will zu den Hamburgern. Das kriegen wir alles hin, mein Freund. Pass mal auf. Bonus hier ist Quatsch. Ich mach dir so eine Rolex fertig. Du siehst, eine Iced-Out-Rolex, oder? Ja, geiles Ding. Und 35er. 35er ist ein geiles Gehalt. Schön 35er. Ist gleich Gehalt wie in England, weil ich ein Netten bin. Ah! Ey, Chris, komm mal her. Komm mal, ey, Chris. Wir führen mal ein 4-Augen-Gespräch mit Männern. Komm mal her, Chris. Komm her. Da sind 2 Erdbeertörtchen, du siehst sie. Es sind 2 Erdbeertörtchen aus Gründen. Guck nicht deine Frau an. Guck nicht deine komische Beraterin. Guck mich an. Nein, guck sie nicht an. Guck zu mir. Da sind 2 Erdbeertörtchen. Wir machen das ganz einfach. Du eins, ich eins. Wir machen das Ding hier hinter verschlossenen Türen. Du schickst die Alte nach Hause. An den Steuern vorbei. Und du musst auch keine Beraterhonorare bezahlen hier, okay? Ich mache dir jetzt ein einmaliges Angebot. Du kriegst von mir ein 38er Gehalt. 400.000 Einstiegsbonus. Verstehst du, was ich meine? Chris, das ist mir ein bisschen zu viel. Ich möchte nicht an die magische 40er-Grenze gehen. Verstehst du, was ich meine? Das ist ein zäher Hund. Bist ein zäher Hund, Chris. Aber ich hab dir gesagt, die 40er machen wir nicht. 350 und dann haben wir einen Deal. Dann kannst du meinetwegen der Alten da eine Rolex. Ihr müsst ihm doch einfach nur vertrauen. Ihr müsst Gisela 2 Erdbeertörtchen holen lassen und dann werden die Dinger eingetütet. Auch die 10 Verhandlungen werden geführt und werden
am Ende des Tages realisiert Chris Richard to HSV, here we skedaddle, there we land. Chris Richards to HSV, I am circumcised. Da ist er, unsere neue Nummer 3. Da ist er. Sehr, sehr schön. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Come inside. 20 Mil. 20 Mil, Chris Richards. Bestmöglicher Deal, 19,3. 20 gezahlt, ja, ist okay. Boss, ich weiß, dass meine Vorbereitung nur mäßig war. Aber das hatte seine Gründe. Ich war noch nicht bei 100%. Nun sieht das hier doch ganz anders aus. Wenn ich gegen Frankfurt spielen darf, dann zeige ich, wie wichtig fürs Team ich bin. In meinen Plänen bist du ein Schlüsselspieler. Ich gebe ihm ein gutes Gefühl. Deshalb, er wird uns auch nicht verlassen wegen Ausstiegsklausel. Weil ich mit ihm einfach einen Draht habe. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe mit ihm einfach einen Draht. Das ist einfach so, man versteht sich. Monza holt Nübel. Der Mann hat auch wirklich ein Fable, ne? Der wohnt immer in der Nähe von Rennstrecken. Erst in Monaco, jetzt in Monza. Ricardo Pepin zu Stuttgart. 83. Krass, krass, krass. Ja, Entwicklungspläne können wir noch anpassen, ne? Da ist er wieder. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Da ist er wieder. Wir sind bereit. Hi. Hier ist er, der Rüdiger. Sind die europäischen Ambitionen des Teams realistisch? Auf jeden Fall. Der Stürmer hat Demenz. Dein Mittelfeld ist durchschnittlich Ende 30. Und der beste Verteidiger im Kader ist Sebastian Schonlau. Und der Torwart hat noch nicht mal Schamhaare. Aber ja, Digga, wir haben einen guten Kader. Ab nach Europa. Passt. Sehr gut. Machen wir. Machen wir. Top. Top. Sehr gut. Nach der Verpflichtung von Richards von Everton sehen die Fans seinen ersten Einsatz herbei. Bekommt er seine ersten Minuten gegen Frankfurt? Ich will nicht, dass es schlecht für ihn läuft. Was ist denn das für eine Wix-Antwort? Wenn er seine Chance bekommt, wird er sie nutzen. Schisch. Warum halten sie an Konaté als Startspieler fest, obwohl er in den letzten Spielen kein Aufwärtstrend zu erkennen war? Er kann nur mit Spielen zu alten Stärke zurückfinden. Ich glaube an den Mann. Ich glaube an den Mann. Ja. So, ich darf mich bei allen... bedanken, die sich heute angehört haben, wie ich hier die Pressekonferenz gemacht habe. Franziska Hummelberg. Als Schiedsrichterin. So, Richards wird nicht von Anfang an spielen, der wird reinkommen. Raúl de Thomas hat sich immer noch nicht erholt von den 3 Testspielen vor 2 Monaten. Wie viel Ausdauer hat der Bastard? Wo ist das? Ausdauer. 67. Der Rest passt. Ich bin so gespannt auf Martell und Johannesson. Oh, here we go. Here we go. Da kommt dann Min-Jae Kim. Und Braun, der neue Keeper. Und Uwe-Choreografie. Uwe Seeler. Uwe Seeler. Mods macht eine Wette. Sieg, ja, nein. Oh, Hamburger Sportverein. Uwe Seeler. Ist das geil. Es ist Spieltag 1 in der Fußball-Bundesliga. Es ist Zeit für die neue Saison. Für das 5. Jahr der Amtszeit von Rüdiger Rammel. Der Start in die Fußball-Bundesliga. Der Hamburger SV empfängt zum Start der neuen Saison Eintracht Frankfurt. Ober Mamouche. Oh, heftig mit Problemen. Mamouche. Und Maxim Lang. Hamburgs neue Innenverteidigung noch nicht geformt. Moussa Sella. Gab Abgangsgerüchte. Aber immer noch Teil des HSV. Digga, habt ihr das gesehen von Glatzel? Ach du Scheiße, ich glaube, der ist halt wirklich finished. Alter, habt ihr das gesehen? Anthony. Neuzugang von Manchester United. Anthony. Macht er technisch gut. Immer noch Anthony. Garcia. Anthony gegen Muheim. Ja, und da kommt die Sense! Von Miro Muheim. Anthony wieder den Fidget Spinner gemacht. Lässt sich Miro Muheim nicht gefallen. Gibt direkt nach KO. Freistoß Leonardo. Kommt nicht ungefährlich. Und Frankfurt führt. Min-Jae Kim 0-1. Nackenschlag für die Hamburger. Früher Rückstand in der neuen Bundesliga-Saison durch Min-Jae Kim. Setzt sich durch, ausgerechnet gegen Erik Martell, dem Rekordneuzugang der Hamburger. Egal, wenn ich verliere, werde ich Anthony einfach tot f***en. Also genau das Wording übrigens, ich werde ihn tot f***en. Collins, oh, super Balleroberung.
von Robert Glatzel. Will ihn direkt weiterspielen. Tacken zu kurz für Karim Konaté. Martell, ja, und das ist eine klasse Grätsche von Erik Martell. Genau dafür haben sie ihn geholt von Köln. Deshalb ist er der Rekordtransfer und auch für solche Pässe. Silla. Musa Silla, Glatzel. Der Ball ist gut zu Konaté. Konaté! Immer noch gefährlich. Johannesson. Lang, Martell. Der Neuzugang, Martell aus der Distanz. Martell an den Pfosten. Das wäre eine Geschichte gewesen. Ganz stark von Martell. Erik Martell zeigt bis jetzt in diesem Spiel ordentlich Argumente, warum er ihn verpflichtet hat. Martell. Silla. Ah, schlechter erster Ballkontakt. Boah, Digga, also wenn Glatzel sprintet, sieht das wirklich gar nicht gut aus, ne? Alter Falter. Boah, das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, der ist finished, ne? Thomas Aujan, Aujan. Ja, war ein Handspiel von Anthony. Gibt den Freistoß für den Hamburger Sportverein. Möglichkeit für Aujan. Wird ihn wahrscheinlich in den Strafraum bringen. Thomas Aujan, der ist nicht verkehrt. Muheim auf dem zweiten Pfosten. Muheim bringt ihn nochmal zurück zu Konaté. Winkel ist spitz, Konaté. Muheim. Nochmal Konaté, Konaté. Zündet den Turbo. Konaté. Muheim. Aujan. Johannesson. Distanzschuss. Ungefährlich. Marmoush. Schon laut dazwischen. Martell. Martell. Konaté. Frank Simon. Gerade eingewechselt. Simon. Oh, und Omar Marmoush hat sich da gerade verletzt. Wurde absolut umgesetzt. Von Sebastian Schonlau. Und es geht nicht weiter. Es geht nicht weiter. Omar Marmoush. Oh mein Gott. Er wurde aber auch getötet. Fuck, wurde er getötet. Rüdiger Rammel wechselt. Karim Konaté. Auftritt war soweit in Ordnung. Verlässt das Feld für Raúl de Tomás. Jatta mit Glatzel. Glatzel. Immer noch Glatzel. Der Kapitän versucht's alleine. Königsdörfer. Martell mit Aujan. Königsdörfer nochmal. Königsdörfer dreht sich einmal um Anthony. Raúl de Tomás aus der Distanz. Oh, da war eine Hand dran. Freistoß. 9 Minuten auf der Uhr. Super Position. Aujan oder doch Raúl de Tomás. Ist eher eine Position für den Rechtsfuß. RDT. 22 Meter Entfernung zum Tor. Raúl de Tomás. Raúl de Tomás. An die Latte. Raúl de Tomás, gute Drehung. Königsdörfer. Königsdörfer, immer noch Königsdörfer. Königsdörfer in den Rückraum. Da ist Frank Simon. Königsdörfer nochmal. Spielt nochmal Aujan auf der linken Seite frei. Aujan bringt ihn ins Zentrum. Ecke. Volksparkstadion kocht. Der HSV probiert es nochmal. Aujan. Ungefährlich. Und Frankfurt mit wichtigem Ballbesitz und wichtiger Zeit. Anthony, Saibi, Rovella, Leonardo, Leonardo, Aujan holt den Ball, nochmal ganz wichtig, Frank Simon treibt nochmal an, 90. Minute läuft, Frank Simon, immer noch Simon, hat die Augen auf für Raúl de Tomás, de Tomás, ganz krummes Ding, Raúl de Tomás, 90. Minute! Und Hamburg gleich aus! Was ein Eiertor! Es ist Rammelzeit! Mit Jakim ist sich da mit dem Verteidiger überhaupt nicht einig! Es ist Rüdiger Rammels Edeljoker! Und das Spiel ist vorbei! Boah, war das wichtig! Alter, das war echt wichtig, nicht mit einer Niederlage reinzustarten. Fuck, Digga, was ein Scheiß-Tor! Aber ich nimm's ja mit Liebe! Was war das für ein Scheiß-Tor? Guck mal bitte! Oh mein Gott, was ein Wichstor. Egal, ich nehm's. Ich nehm's. RDT-Macher. Oh, Bayern, erstes Spiel direkt verloren. Autsch. Autsch. Hallo, da bin ich. Nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Immer gerne, wenn man in der 90. trifft. Warum durfte Richards heute nicht sein Debüt feiern? Er braucht noch Zeit.
Die schwache Form von Konaté setzt sich auch in der Saison fort. Droht ihm jetzt das aus? Stell dir mal vor, von nun an geht's nur noch abwärts. Ich habe erst abwärts gelesen. Nein, jeder hat mal Höhen und Tiefen. Dafür haben wir doch RDT. Warum geben sie Konaté nicht mehr Zeit, um wieder aus der Krise rauszukommen? Hä? Bist du doof? Hä? Er hat doch von Anfang an gespielt! Was habe ich mit Marmouche gemacht? Ich habe ihn komplett weggewichst, ne? Digga, Schonlau hat ihn komplett Aber Marmouche ist auch eine Pauli-Sau, ne? Mittelfußfraktur, 2 Monate. Ja, geht ja noch. Ist halt eine Pauli-Sau. Ist halt wie es ist. Muss er durch. Bitte kein Top-Verein. Ah, Roma geht noch. Bei Roma muss ich nicht zwangsläufig sagen, ja. Wäre es jetzt Manchester City oder so eine Scheiße, hätte ich ja gesagt. Da kann er auch ja bleiben. Oh, gleich ist Derby-Time, ne? Gegen St. Pauli. Aber was soll ich denn deiner Meinung nach tun, wenn ich hier Spieler im Wert von 120 Millionen habe, wo ich noch nicht weiß, ob die weggehen oder nicht? Was soll ich denn jetzt für Spieler kaufen, wenn ich am Ende dann 5 Stürmer hier hab und die nicht brauche? Du scheiß Hatersau, Digga. Du denkst auch noch, es ist Saison 1, Rüdiger Rammel spielt 5er-Kette und ist unerfolgreich? Ja, die Zeiten haben sich geändert, du kleine F***-Fresse. Ich bin ein Star. Ich war bei Sky meine Geschichte. Ich bin in der Bundesliga auf Anhieb 10er geworden. Also fuck mich mal nicht ab, Digga. Scheiße, ich hab grad legit meinen Monitor angerotzt. Ich hab grad Robert Glatzel genau in die Fresse gerotzt. Komm her. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz. Ich begrüße Sie auch. Sie können Ihre Fragen dann jetzt stellen. Ja. Nach der Verpflichtung von Richards von Everton sehen die Fans seinen ersten Einsatz herbei. Bekommt er seine ersten Minuten gegen St. Pauli? Wenn er seine Chance bekommt, wird er sie nutzen. Wir haben sich auf Spiel gegen den Rivalen von St. Pauli vorbereitet. Wir sind bereit. Bislang waren sie auf dem Transfer... Digga, ich schwöre, er steckt mit Ed Siski unter einer Bettdecke. Du kleiner... Ich habe den Transferrekord gebrochen. Ich habe 35 Millionen Euro in einen Spieler gesteckt. Wen willst du verarschen? Warum kaum aktiv? Was ist los? Was soll das? Wir bauen ein Siegerteam auf. Was eine Fitnersau. Diese scheiß Presse. Das sind solche Fitnerleger. Oh Männer, wir gehen nochmal ins Abschlusstraining. Wir gehen nochmal ins Abschlusstraining. Und die Fans haben was vorbereitet. Die Fans haben was vorbereitet. Ist das geil? Das ist geil, das gibt Derby-Feeling, Männer. Gut. Leute, die auf die Straße demonstrieren hier, wahrscheinlich so HSV-Fans. Ihr kommt von ihnen mal jemand? Ich kann ja die Glocke, die Gesangsprache. Wahrscheinlich sind das so HSV-Fans, die hier kommen. Motiviert, Männer. Jawohl, weiter, Männer! Ich glaube, vielen von euch muss ich hier nicht erzählen, was das hier heute für ein Spiel ist. Es ist Derby-Zeit. Wir starten mit 2 Heimspielen in die Saison. Wann hat es sowas schon mal gegeben? Und unser 2. Heimspiel ist direkt gegen die braune Scheiße! Der Abfall der Stadt! Der Mülleimer der Gesellschaft! Der Bodensatz der Menschheit! Gegen St. Pauli. Männer, ich brauche nicht sagen, was das bedeutet. Wer heute Abend nackt über den Kiez laufen will, hat jetzt die Chance. Ihr könnt es euch verdienen. 90 Minuten im Volksparkstadion. Volles Haus. 60.000, die hinter euch stehen. Und all die haben nur ein Ziel, Leute. Schön rein hinten bei den Braunen. Hey, Männer, kommt mal zusammen. Wir haben eine geile Truppe. Wir haben hier Leute, die sind schon Jahre dabei. Die wissen, was das bedeutet. Die wissen, was wir ihnen wehtun können. Robert Glatzel, habt ihr die Berichte gelesen? Er ist zu alt. Er bringt keine Leistung mehr. Ich kenne keinen Spieler, der 4 Jahre am Stück Torschützenkönig wird und dann keine Leistung bringen soll. Männer, wir gehen da heute raus. 90 Minuten Fußball. Und dann treten wir ihn in den Arsch und zeigen, wem die Stadt gehört. Auf geht's, Männer! Spieltag 2 in der Fußball-Bundesliga. Stadtderby in Hamburg. Der Tabellenzehnte aus der letztjährigen Saison gegen... den Aussteiger. Es gibt wieder ein Derby. St. Pauli gegen den Hamburger SV. Chris Richards. Heißt der Chris? Heißt doch Chris, oder? Ja? Gut. Passt. Der Neuzugang. Heute das erste Mal in der Startelf. Deine ersten Sekunden als Hamburg-Profi. Direkt in ein Derby. Maxim Lang. Aoyan. Konaté. Letzten Wochen viel kritisiert. Soll wohl mit den Gedanken schon bei anderen Vereinen sein. Die Leistung im Hamburg-Trikot, sie stimmt einfach nicht. Seit der Sommerpause.
Johannesson. Mit Aoyan. Da gibt's mal Platz für Konaté. Konaté, und das ist klasse gemacht! Karim Konaté! Erste Riesenchance für die Hamburger. 15 Minuten gespielt im Derby. Aoyan bei der Ecke. Kommt auch Richtung Konaté. Aber ungefährlich. Aoyan, wieder so ein wunderschöner Ball zu Konaté. Der bleibt hängen. Konaté, nochmal zu Aoyan. Muheim. Martell, die Hamburger kontrollieren und dominieren diese Anfangsphase. St. Pauli tief im eigenen 16er. Aoyan mit Muheim in der Mitte, kommt Silla nicht zum Kopfball. Aoyan hält nochmal die Rübe rein. Konaté. Powerplay der Hamburger. Konaté zu Glatzel. Ueda. Muheim dazwischen. Konaté. Karim Konaté heute mit einer deutlich verbesserten Leistung. Immer noch Konaté. Das ist Riesensolo. Karim Konaté. 1:0. Hamburger Sportverein. Karim Konaté läuft Slalom durch die St. Paulianer Abwehrkette. Ohne Chance. Und Rüdiger Abel. Erster Saisontreffer. Und da ist es endlich für Karim Konaté. Boah, Wagner. Kommt hier überraschend an den zweiten Ball. Ueda. Oh, Braun, gute Parade. Aoyan. Wieder zu Konaté. Gui mit Problem. Silla, jetzt eine Konterchance für die Hamburger. Konaté mit Robert Glatzel. Glatzel. Robert Glatzel. Kann das immer noch? Kann das immer noch? Mit Demenz noch Arabisch lernen. Eieieiei, das ist scheiße. Das ist richtig kacke. Ich sag, die türkische Pipeline muss auf. Digga, ich weiß auch nicht, was der im Sommer gemacht hat. Kann sein, der hat die Vorbereitung geschwänzt, ne? Man weiß ja nie. 1-0 nach einer knappen Stunde. Ah, Silla und Johannesson nochmal im Verbund. Silla. Und jetzt gibt's hier Platz für Konaté. Konaté. Und der hat Tempovorteile. Konaté. Winkel ist spitz. Ecke. Einer für Thomas Aoyan. Und die ist nicht verkehrt. Johannesson mit dem Fallrückzieher. Und dann kommt Karim Konaté. 2:0 HSV. Und wieder ein Duseltor. Wieder ein Duseltor. Mehr Glück als Verstand. Isak Johannesson jumpst auf den Rücken. Und Karim Konaté, der Mann mit der 10, so viel kritisiert. Hamburg führt 2:0 im Stadtderby. Ueda mit dem Fehlpass. Ja, und jetzt hat Hamburg richtig Bock. Aoyan. Konaté, nochmal Konaté, nochmal Konaté, nochmal Konaté. Es tut mir leid für Glatzel, ne, aber der ist wirklich, der ist scheiße. Ich bring RDT, er ist scheiße. Er ist einfach kacke. Es tut mir leid. Dreierwechsel beim HSV. Der Capitano geht von Bord. Glatzel, Silla und Johannesson gehen für Jatta, Simon und Raúl de Thomas. Ecke Aoyan. Wieder gefährlich. Muheim macht ihn nochmal scharf zu Konaté. Und das ist der Hattrick für Karim Konaté, der den Gritty zündet. So kann man sich aus der persönlichen Krise schießen. Und jetzt kommt alles zusammen für St. Pauli. Und Hamburg macht weiter. Konaté. St. Pauli wirkt stehen K.O. Ueda. Richards stark in seiner Premiere. Raúl de Thomas, guter Ball. Jatta mit all seiner Geschwindigkeit auf dem Weg zum vierten. Bakary Jatta. Jatta, Konaté läuft ein, Pfosten. Raúl de Thomas im eigenen Strafraum. Aoyan kriegt den Ball weg. 90. läuft. Und nochmal ganz viel Platz für Bakary Jatta. Nochmal ganz viel Platz für Bakary Jatta. Jatta, eieiei. Mit dem Lupfer übers Tor. Bakary Jatta. Da fehlt es an der Technik. Muss er eigentlich rüberlegen. Sei es drum. Das Spiel ist jeden Moment vorbei. So sieht's aus. Der HSV gewinnt das Stadtderby. Gegen St. Pauli mit 3:0. Karim Konaté holt sich den Ball. Hattrick. Die Nummer 1. Die Nummer 1. Die Nummer 1 der Stadt sind wir. Die Nummer 1 der Stadt sind wir.
die Nummer 1 der Stadt sind wir. Oh. Sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Machen wir. Machen wir. Richards kommt. Digga, ich werde am laufenden Band verarscht. Also das ist krass. Dreierpacks sind heutzutage eine Seltenheit. Wie haben Sie die Leistung von Konaté gesehen? Sensationelle Leistung. Dankeschön. Weißt du, macht sein Debüt im Derby, hat einen Clean Sheet, spielt zu null und wird kritisiert. Krasse Scheiße. Nein! Nein! Bayern München! Nein! Es war so klar. Die Bastarde, Digga. Es war so klar. Hallo Rammel, ich möchte Sie darüber informieren, dass FC Bayern München bereit ist, die Freigabesumme für Karim Konaté zu bezahlen. Es liegt nun am Spieler, ob er bei uns bleibt oder zu Bayern München geht. Digga, ist das geisteskrank. Oh mein Gott, Digga. Er macht eine komplette Vorbereitung. Macht ein gutes Spiel und die Bayern kommen. Oh mein Gott. Newcastle möchte Frank Zimmern. Können sich f***en gehen. Ey, bitte. Ey, Karim, wenn du ein Ehrenmann bist, ja? Wenn Karim Konaté ein Ehrenmann ist, dann bleibt er. Dann bleibt er, okay? Karim, sei ein Ehrenmann. Denk dran, was du hier hattest bei uns. Du bist erst ein Jahr da. Du hast gerade bist du zum Derby-Held geworden. Karim, denk dran. Denk dran, was du an uns hast. Denk dran, was du an uns hast. Andere glauben an gar nichts. Ich kann das alles nicht mehr. Ich hab einfach noch gesagt, ja, ich werde ihn nur abgeben, wenn so ein Verein wie Manchester City kommt. Ich kann das nicht mehr. Am Deadline-Day wirst du gefickt. Am Deadline-Day wirst du einfach gefickt. Es will Manchester City Frank Zimmern haben. Pep Guardiola bei Rüdiger Rammel im Gebot. Im Büro. Pep, das ist ein Top-Talent. Da musst du 30 Scheine hinlegen, sag ich dir so, wie es ist. Der wird nicht verschenkt. Also ich bitte dich. Willst du mich verarschen oder was? Digga, für 19 gebe ich den aber nicht ab. Dann scheiße ich auf Manchester City eine dicke Wurst. Willst du mich verarschen? 1% Weiterverkaufsgebühr. Was los, Digga? Habt ihr kein Arab-Money mehr oder was? Ist das Öl alle gegangen? Ja, nee, da kommen wir nicht zusammen. Das ist ja bodenlos, er will mich verarschen. Karim, bitte. Karim, bitte. Karim, bitte! Karim! Warum, Karim? Und ich hätte auch schon für Deutschland gespielt. Robert Glatzel ist eine erstklassige Wahl für diese Position. Deine Kadertiefe ist beeindruckend, vor allem mit Eike Hoffmann. Vor allem Eike Hoffmann bringt erstaunlich gute Leistung. Fick ist Eike Hoffmann. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Wer ist ein Eike Hoffmann? Den kenne ich gar nicht. Mit behutsamer Entwicklung kann Eike Hoffmann künftig zu einem Topspieler werden. Ob du mich verarschen willst, hab ich gefragt. 58er Rating. Ja, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Wisst ihr, was sich einer für einen Song gewünscht hat, Digga? Leute, das ist der Fluch der guten Tat, ne? Das ist der Fluch der guten Tat. Ich glaub's nicht. Das ist der Fluch der guten Tat. Verdient 80 Mille die Woche da. Hat eine Freigabesumme von 120 Millionen. Das ist der Fluch der guten Tat, weißt du? Hast zwei gute Stürmer in den letzten zwei Jahren ausgebildet. Der eine ist 150 Millionen wert bei Leverkusen. Der andere ist 80 Millionen sollst du für den zahlen, spielt bei Bayern. Ich mein Leben. Ich kann das alles nicht mehr. Und Mann, ich will nicht Königsdörfer verleihen. Oh Mann, TK. Deshalb habe ich die ganze Zeit nach Stürmern gescoutet, weil ich es schon gerochen habe. Ich bin gebrochen. Ich habe gar keinen Bock, die Transferperiode weiterzumachen. Nein, AC Mailand, ihr kriegt nicht Frank Zimmern. Er bleibt jetzt noch ein Jahr. Ich verkaufe nicht alles. Mann, einer wünscht sich Stern des Südens. F***t euch. Weil ihr seid scheiße. Warum tretet ihr so nach? Die sind Zehnter! Ich bin vorne in der Tabelle! FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen. Und so ist es. Ich f***e diese Karriere. Ich f***e diesen Verein. Ich f***e diese Karriere. Jetzt kommt Real Madrid und will... Ja, ja klar, Digga. Ich hab keinen Bock mehr. Digga, ohne Spaß, ich kann diese ganze Scheiße nicht mehr. Carlo Ancelotti mit dem Kaugummi in der Fresse. Carlo, was geht? Ich bin gebrochen. Gib mir wenigstens 32 Millionen Euro Schmerzensgeld und nerv mich nicht. Oh mein Gott. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ich kann es nicht! Was ist das denn? Wie kann man denn am Deadline Day seinen talentiertesten Spieler und seinen besten Spieler verlieren. Ich kann's nicht mehr. Ich kann's wirklich nicht mehr. Ja, hier auch nochmal. Hier, ja, für den Nachtritt. Bevor sich einer den Song wünscht, hier nochmal für den Nachtritt. So. Der Kind ist in den Boden,
Zeit für Mission umgedrehter Scam. Oh Mann! Es ist alles scheiße! Es ist alles scheiße! Oh mein Gott. Also, wir haben jetzt noch 2 Stunden in der Transferperiode. Der Kader ist kleiner als mein Penis. Ich brauche einen Innenverteidiger, einen zentralen Mittelfeldspieler und einen Stürmer. Hashtag Sonny Gittle Season. Oh nein. Ich bin gebrochen. Ich bin gebrochen. Turkish Pipeline. Breaking: HSV is trying to get Davy Selke back to Hamburg as former striker Karim Konaté is leaving the club. Plenty no goal. Breaking: Angeblich soll sich Brian Lassmüller dazu bereit erklärt haben, seinen Ex-Trainer Rüdiger Rammel zum HSV zu folgen. Nein. Uli Hoeneß, erster Spieltag verloren, macht das Portemonnaie auf und da hat gerade jemand 3 Tore gemacht. Gottlos, gottlos, gottlos. Agentur für Kinderarbeit. Ja, der ist ja nicht mehr bei uns im Verein, der Winter. Ja, erstmal Stürmer, das ist das Wichtigste. Also ich tendiere zu Armindo Sieb, sage ich euch ehrlich. Ich finde Sieb eigentlich ganz gut. Ist halt die Frage, was der kosten soll, ne? Probieren wir mal aus. 31 Millionen ist Ausstiegsklausel. 20 Millionchen mache ich dir fertig hier. Und dann sagst du. Markgerechter Preis. Oha! Ich habe ihn an den Eiern. Oha! What the fuck? Ey, den haben wir mal günstig geschossen, Alter. Kurz gekocht einmal auf dem Transfermarkt. Kurz einmal den Löffel gerührt. Freut mich, Sie zu sehen. Ich hoffe, Ihnen wird ein netter Empfang bereitet. Wir sollten gleich loslegen, okay? Kommt ins Büro. Kommt ins Büro, Armindo Sieb. Komm her, Junge. Rolle im Kader, Schlüsselspieler. Passt. Im Kader herrscht großer Konkurrenzkampf. Ja, eigentlich aktuell nicht, bin ich ehrlich. Eigentlich gibt's nur RDT und Glatze und beide sind Fußballrentner. 5-Jahres-Vertrag. Komm, Armindo, ich glaube an dich. Geil! Der Mann kann es sich vorstellen. Nee, mein Freund, das haben wir jetzt hier ein paar Mal gemacht. Hier, also aktuell, da sind wir gebrandmarkt. Da sind wir gebrandmarkt. Aktuell können wir den nicht anbieten. Können wir den nicht anbieten, mein Freund. Können wir den nicht anbieten. Da gehen wir auch ein bisschen im Gehalt hoch. Ich biete dir 36.000 in der Woche. Wir haben einen neuen Stürmer. Wir haben einen neuen Stürmer. Immerhin das schon mal. Fehlen noch 2 weitere. Das ist ein sehr, sehr guter Transfer. Ohne Spaß, damit bin ich sehr zufrieden. Da haben wir gut drauf reagiert auf den Konaté-Abgang. Armindo Sieb, Johannesson in der kurzen Badehose, perfekt. Ist noch in den Tränen von Rüdiger Rammel gerade schwimmen gegangen, weil der sauer ist. Ah, mach mal hier. Ja, ich würde eigentlich ganz gerne, bin ich ehrlich zu euch, einen Linksfuß-Innenverteidiger holen. Dann haben wir 2x einen Linksfuß als Innenverteidiger und 2x einen Rechtsfuß. Wer ist denn alles Linksfuß? Koulibaly, auch nicht schlecht, von Florenz. Oder halt nochmal die Düsseldorf-Pipeline aufmachen. Den 2-Meter-Mann, da sind wir schon einmal gescheitert. Was haben wir da geboten? 20. Da muss ich jetzt mit 22 rein. Scheiße, ich hoffe, die machen es jetzt. Ich hoffe, die machen es jetzt. Ey, komm, Daniel Thune, nimm mich nicht wieder auseinander, bitte. Komm, ich biete Marktwert. Ich biete Marktwert, mein Freund. Komm schon. Der will nicht zweite Liga spielen, weißt du selber. Alter, was? Holy Scheiße. 24. Also ich würde nochmal 25 machen, das ist dann mein letztes Angebot. Aber ich zahle nicht 30 Millionen, das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel Geld. Bedenkzeit. Scheiße. Ja, dann komm noch mal in einer Stunde wieder. Dann komm noch mal in einer Stunde wieder, mein Freund. Eine Stunde haben wir noch, ne? 29,8 und 10% Weiterverkaufsgebühr. Seid ihr doof oder was? Also Daniel Thune, hast jetzt eine Stunde bei mir im Flur gehockt und mit deinen Agenten telefoniert und da kommt ja immer noch nur Scheiße bei rum. Also 25 ist mein letztes Wort. Ich zahle nicht mehr als 25 Millionen für den. Das ist viel zu viel. Das mache ich nicht. Ich habe ihn gefickt. Ich habe ihn gefickt. Ja! Kaugummi-Transfer. Ich habe ihn gefickt. Oh, Gisela. Mach 2 Erdbeertörtchen fertig. Gisela, mach 2 Erdbeertörtchen fertig. Ah, schön, Junge. Genau die, Gisela. 2 Stück. Rolle im Kader, wichtig. Na, okay. Okay, mal wieder ein Schlüsselspieler. Passt. Das läuft so richtig gut. Nun sollten wir uns darüber einigen, wie lange der Vertrag laufen soll. Da muss schon ein Brecherdeal sein, ne? 4 Jährchen hier. Passt. Freigabesumme übergehen. Oh, entspannt. Ja, dafür ist der ja eine Anschaffung relativ günstig. Machst den Bonus weg, kriegst einen 30er glatt und wir machen die Tinte trocken hier. Ey, perfekt. Guck mal, der Daniel Thune hat ihn zurückgehalten. Er hat ihn zurückgehalten. Er wollte die ganze Zeit zum Hamburger Sportverein. Er wollte die ganze Zeit, Touré, there we land, ab zum HSV. Da kommt er rein.
Geil. Geil, 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 geil. Das ist gut. Das ist gut, Junge. Isaac Touré. Bestmöglicher Deal 23. Oh, weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Der hätte sich den Kopf gestoßen am Eingang. Ey, ich sag auch, ne? 2,6 Meter groß einfach. Also, das ist halt wild. Aber damit haben wir die Innenverteidigung auf jeden Fall gut geupgradet im Vergleich zur letzten Saison. Wir haben halt jetzt Lang als jungen Herausforderer, Schonlau als erfahrenen Rentner und halt zwei klare Stamminnenverteidiger. Das ist schon geil. Jetzt haben wir noch so, glaube ich, 20 Millionen Euro circa für einen zentralen Mittelfeldspieler. Den brauchen wir auf jeden Fall noch, weil die Position muss doppelt besetzt sein. Wir brauchen noch einen zentralen Mittelfeldspieler. Das wäre Killer. Kann man den ausleihen? Uedra Ogo? Aber die geht nicht durch, ne? Die geht nicht durch. Wir sind zu spät dran. Oh, es wäre so Killer gewesen. Die geht nicht mehr durch, ne? Oh, fuck. Oh, es wäre so gut gewesen. Für den Winter mitnehmen. Im Winter bringt uns das nichts. Wir brauchen jetzt einen zentralen Mittelfeldspieler als Ersatz. Wir sind gefickt, wenn Bergmann Johannesson sich verletzt. Da brauchen wir auf jeden Fall was. Aber wir bräuchten einen mit so 75 bis 77er Rating, würde ich sagen. Der halt klarer Backup ist. Osterhage, der ist aber eher 6er. Ludovic Reis ist zu gut und zu teuer. Wir haben 20 Millionen Euro Budget. Der ist auch zu teuer. Knusen von Holstein Kiel. Könnte man machen. Was ist denn mit Sanchez von Fürth? Elvin Sanchez wird so zwischen 13 und 16 Millionen kosten. Finn Ole Becker, der ist ein bisschen älter. Die Mannschaft wird diesen Spieler nicht verkaufen, da er so wichtig für den Club ist. Wir könnten noch mal bei Düsseldorf ran. Raschel, Findel, Cuisance. Also das Ding ist, Chat, ich gebe euch mal ganz kurz mein Call, warum ich jetzt nicht in, also eher in Yanda gehe als in Sanchez. Weil Sanchez ist dann jemand, der halt relativ schnell, glaube ich, auch schon Stammspieler sein will. Und ich rechne halt fest damit, dass wir nächste Saison auch uns von Johannesson trennen müssen, weil da einfach Vereine anklopfen werden. Und dann hätten wir halt immer noch Yanda als klaren Rotationsspieler. Und dann können wir nächstes Jahr richtig Geld in die Hand nehmen. Ich würde es mal ausprobieren. Der soll halt klarer Rotationsspieler sein. Ich brauche da jetzt eigentlich keinen Spieler, der an der Startelf kratzt. 7 Millionen Euro ist er wert. Ich gehe mal ganz entspannt mit 6,5 rein. Bisschen unter Marktwert versuchen. Bisschen sticheln. Bei Toulouse ist es, glaube ich. Ist es Toulouse? Ja, okay, das ist ja blind. Also das kannst du ja blind machen. 6,5 Millionen unter Marktwert ist ja perfekt. Alter, muss ich sagen, wenn das Ding jetzt hier durchgeht und der auch Rotation akzeptiert, sind wir, glaube ich, echt noch ganz gut durch den Deadline Day durchgekommen. So, Gisela, ne? Weiß Bescheid. 2 Erdbeertörtchen. Rotation, bitte nimm das an und nerv mich nicht. Ach, geil. Oh, das ist wichtig. 3-Jahres-Vertrag. Passt halt auch richtig gut ins Gehaltsgefüge, ne? Das ist ja todesentspannt, ey. Aber das ist wirklich super. Let's go, damit sind unsere Transferplanungen abgeschlossen. Yanda kommt als Backup zum HSV. Sehr schön, sehr schön. Also ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass wir am Deadline Day auseinandergenommen werden. Wurden wir auch, aber wir haben noch ganz gut reagieren können. Wir haben, finde ich, trotzdem einen konkurrenzfähigen Kader, der jetzt nicht irgendwie zusammengeschustert ist. Zentrum ist halt geil. Das muss halt unser Faustpfand sein. Innenverteidigung und Mittelfeld haben wir geupgradet. Sturm haben wir natürlich klar gedowngradet. Ja, ich sag auch, gut noch gemeistert. Ja, Rückennummern mal abchecken. Richards hat die 3, Touré die 5, das passt. RB Leipzig mit Real in der Gruppe, sage ich. Wie immer, das ist krass. Du kannst dir die Uhr nachstellen. Bayern hat eine easy Snake-Gruppe. Florenz, Sporting, Brügge. Rammel, der begehrte Trainer. Jetzt ein gutes Spiel machen, ja. Hoffentlich einen guten Saisonstart. Mit einem Sieg wäre es ein sehr gut. Oh, Jan. Glatzel. Scheiße, Digga. Kennt ihr noch die Fernsehserie? Der Trödeltrupp? Wir haben halt for real im Sturm den Rentnertrupp. Scheiße, der ist 33 und der 32, glaube ich. Wir sind der Rentnertrupp. Oh, 7:0 Torschüsse, 80% Ballbesitz. Wir sind so viel besser. Ja! RDT! 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 Der Rentnertrupp! Es ist der Rentnertrupp! Gut, Männer. Ey, absolut verdiente Halbzeitführung. Absolut verdiente Halbzeitführung. Sehr schön. Glatze. RDT. Aue, Jan. Zurück zu RDT. Oh. Gut. Gut. Er kann es noch. Er kann es noch, Chat. Er kann es noch. Robert Glatze. Er kann es noch. Er kann es noch.
Und RDT mit Tor und Vorlage. Boah, sehr souveränes Spiel aber. Komjata gerade eingewechselt. RDT fast mit dem Doppelpack. Muheim. Johannesson, Glatzel. Was denn? Was denn? Was denn? Ich höre gar nichts. Ich höre gar nichts. Ich höre irgendwie gar nichts. RDT, Torvorlage, Glatzel, Doppelpack. Und jetzt gibt's das Debüt von Amindo Sieb. Und Janda debütiert. Und Touré debütiert. Und Jankovic darf auch ein paar Minuten sammeln. Boah, aber Fürth sieht auch echt scheiße aus, muss man sagen. Die spielen richtig kacke. Könnt ihr mal an, die haben ja gar keine Schnitte. Was ist das denn? Die werden ja so wegdominiert. So. Glatzel. Oh. I can't hear you! I can't see the haters! I can't see the haters! Where are the haters? I can't see! Was? Was hab ich da gehört? Was hab ich da gehört? Was? Was? Ach, Edziski ruft an und heult rum! Oh, keine Zeit dran zu gehen, du kleiner Bastard! Oh, tut mir leid! Ein schöner Hattrick! Schön vier Tore von der Rentnertruppe da vorne! Oh, Glatzel nochmal! Oh! Oh! Oh, 5-0! Bakiri Yatta darf auch nochmal! Ich höre gar nichts! Oh, der Kader wurde verschlechtert! Ich höre nichts! Ich höre nichts! Wo sind die Hater? Wo sind die Hater, Digga? 5-0! Das ist eine Ansage! 16-0 Torschüsse! 6 Chancen! 5 Buletten! Führt nicht den Hauch einer Chance! Scheiße, St. Pauli hat gewonnen! Was hat Bayern gemacht? Inshallah, Bayern hat das erste Spiel mit Konaté verloren. Ich will sehen, dass sie das erste Spiel mit Konaté verloren haben. Wo sind die Bayern? Wo sind die Bayern? Wo sind die Bayern? Aktuell auf Tabellenplatz 2. Die Bayern nochmal direkt verloren. Oh, scheiß Verein hast du ausgesucht, hä? Gegen den BVB Karim Konaté. Kacke ist es. Geh auf die Knie und sag sorry, Rammel. Sag sorry. Kennst du den hier? Einmal für den Karim Konaté. Hey Boss, danke, dass Sie mir ein Ohr geliehen haben und mich spielen lassen, wenn ich in Form bin. Das rechne ich Ihnen hoch an. Du bist ein Vorbild. Du bist ein Vorbild, RDT. Du bist ein Vorbild. Ein Vorbild, RDT. Ein Vorbild. Komm mal, ich will sie hören. Ich will sie hören. Ich will sie hören, die Hymne. Lass uns den Traumsaisonstart perfekt machen. Komm schon! RDT dribbelt direkt einen an. Gut. RDT, schön festgemacht, die Murmel. Und jetzt geh ab, Aoyan, und such RDT in der Mitte. Oder! Oh, Bobby Glatzel. Gut, heftig, gut. Kleppe den Schild, gut, heftig, Junge. Nicht in der 45. Nicht in der 45. Nicht in der 45. Nicht in der 45. Gut. Gut. Ja, ist nicht so ein geiles Spiel von uns, bin ich ehrlich. Oh, was war das, Aurelian? Ja, wir müssen wechseln. Müssen wechseln. Sieb und Silla rein. Oh, fuck. Sehr gut, Braun. Komm. Geh nochmal, geh nochmal, geh nochmal! Falter-Taktiker, geh, ja. Ja, ja. Er pfeift ab! Er pfeift ab! Willst du mich verarschen? Silvan Hefti hat ein verstauchtes Knie. Oh nein. Oh nein. Egal. Richards hat 81. Mara dauert nur noch 97 Wochen, bis er weiter hochgeht. Oh, scheiße. 4 Wochen. 4 Wochen, heftig. Erste Pokalrunde bei den Malta! 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 Ich kann's nicht mehr. Ich kann es doch nicht mehr. Ach du Scheiße. Oh. Und dann der Oktober. Erst gegen Konaté und dann gegen Levin Hermann. Schwierig, schwierig, schwierig. Meine Freunde, wenn ihr das Video hier auf YouTube gesehen habt, dann lasst gerne ein Like da. Nach 4 Spieltagen, steht der HSV auf dem 4. Platz. Eine Niederlage, ein Unentschieden, 2 Siege. Es sieht gut aus. 2 Gegentore bekommen in 4 Spielen. Vollkommen in Ordnung. Ja? Wenn euch das gefallen hat, dann lasst ein Like da.
Am Samstag kommt die nächste Folge und am Sonntag gibt es den nächsten Karrierestream. Ja? Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, kostenloses Abo dalassen, Like dalassen, ihr wisst, wie der Laden funktioniert. Kuss auf die Nächste.